liegt wieder etwas Besonderes in der Luft in Bahrain und ich spreche nicht vom Sand. Die klügsten Köpfe der Formel-1-Welt haben ihre besten Ideen für den heutigen Abend in die Strecke von Sakhir gesteckt und deshalb können wir uns wieder auf einen spannenden großen Preis freuen. Auf dem 5,4 Kilometer langen Bahrain International Circuit gibt es reichlich Möglichkeiten zum Überholen. Die beste davon ist die erste Kurve und eine weitere ergibt sich bereits in Kurve 4. Insgesamt müssen sich die Fahrer auf 15 Kurven einstellen, 6-mal links und 9-mal rechts. Außerdem kann es in der schwierigen Links, Turn 10, zum einen oder anderen Bremsplatten kommen. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Richter startet aus der Pole Position und daneben steht Lewis Hamilton. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Perez, Bottas, Daniel Ricciardo und Weber, Verstappen, Leclerc, Vettel und Pierre Gasly, Butler, Giovinazzi, Nico Hülkenberg und Magnussen. Albon, Raikkonen, Carlos Sainz Jr. und George Russell, Stroll und Lando Norris starten aus der hintersten Reihe. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. So, schauen wir mal. Aber hier ein gutes Ergebnis hinbekommen. Mal endlich einen Sieg. You've done well to put it on pole, but we've still got work to do. Trying to cover the inside line off the start. Oh, komm hin. Let's get the car up to temperature on this lap. We're burning the gears, so go through them all if you can. Hey, ich war wieder ganz vorne, liege irgendwo aus dem hintere Mittelfeld, und aus Rallye war es ja nämlich nur 12. Und das wollen wir. Haben wir hier heute deutlich überboten. Radar is clear. Weather is looking good for now. Jetzt fühlt mich das gerade nicht gut an. Ich muss mal kurz was umstellen hier. So, jetzt muss es funktionieren. Schauen wir mal, was wir heute hinkriegen. Oh.
Ich befürchte sowieso, dass wir schön durchgereicht werden jetzt. Ja, zwei Stadt voll verpennt. Ich habe jetzt auf der Seite hier. Oh, wir haben es doch geschafft, uns in die Kurve 1 behauptet. Was sehr wichtig ist. Den Runden stehen heute an. So, ein bisschen Abstand kann man schon gewinnen. Ich denke, wenn wir das Ding heute gewinnen, dann ist das sehr verdient über das Wochenende. So. Ja gut, hab schon rausgefahren da hinten. Und hier hast du schnell zur Runde. Hab schon gute 2 Sekunden. Jetzt ist der Sektor grün-violett schon mal. Runde 3, schnellste Runde. Oh, das erste Gelb. Ausfall war das. Sainz. Hi, McLaren. Na, ja, steht in Kurve 1. Kurz vor Kurve 1 steht er. So, vielleicht nochmal eine schnellste Runde nachsetzen. Ja. 31,8.
Ja, ich hoffe, dass unser Teamkollege noch ein bisschen was holt. Vielleicht noch einen Platz, dann wäre er Sechster. Was doch ein gutes Ergebnis wäre. Ne, Siebter dann. Das ist ja so langweiliges Rennen, wo man nichts aufholen kann. Ich habe den letzten drei Rennen doch anders. Ich habe schon knapp 6 Sekunden jetzt schon. So, gehen wir dann nach der Runde mal in die Box. So. Ja, ich komm schon. So, ab in die Box. Die gehen alle natürlich jetzt anders vorbei. Jetzt fahren wir zurück auf 17. Ich habe sie über 18 noch. Ja, das war klar. Die beiden gingen zwischen hinter die beiden Williams noch. 19. Letzter. Nach dem Stop. Aber so haben wir zumindest ein bisschen eine Aufgabe. Na, das habe ich fast klar. So, an den beiden bin ich schon mal vorbei. An den beiden bin ich schon mal vorbei. Muss ich da vorne ein bisschen rankommen, jetzt an die Torosso. Dreimal nebeneinander in der ersten Kurve. Hey, der letzte Kurve. Für DRS reicht es nicht. Boah, da war ich zu schnell. Hm.
ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht immer an einem anderen Auto ranfahre oder reinfahre. Oh, Alter, lass Platz. Ich sag ja, das ist das Problem, wenn man da immer bekämpft. Wenn man doch kämpfen muss. Und da hat doch alles ein gutes Recht davor, dann sich breit zu machen. Fahr doch nicht für mich rein. Sebastian's Inn für his stop. So. Jetzt bin ich an dem ganzen Trubel hier vorbei. Fährt da momentan. Sechs Runden noch. Der erste Sektor. Wenn man nicht mein bestes Rennen vom Fahrerischen. Kann ich jetzt schon mal so sagen. Zweiter Sektor ebenfalls. Violett, das könnte nicht neu. Sollte eine schnellste Runde werden. Ich merke, wie groß der Abstand ist, wenn jetzt die ersten beiden gehen jetzt gerade rein. Doch, das reicht. Bis Zeit. So, letzten fünf Runden. So. Noch vier Runden. So. Nächste Woche China. Könnte auch funktionieren mit dem Sieg, aber könnte.
Naja, schauen wir mal. Hier, wenn wir das durchhalten, gewinnen wir das Ding. Ziemlich überlegen. So. Komma 9 auf den Teamkollegen. Wir haben noch 3 Runden. F,1 der Vorsprung mittlerweile auf die Verfolger. Dem Kollegen auf 7 momentan. Das wären immerhin 6 Punkte. Für uns 26 wären 32 Punkte. Also wäre ein guter Saisonauftakt. Noch 2-3 Runden. So. Zur Runde wird es nicht kommen. Sondern einfach normales. Souveränes Rennen da vorne weg. Quasi langweilig eigentlich, ja, ja. Weiß ich. Naja. Solange sie sich da hinten weiter bekriegen, können wir hier vorne problemlos wegfahren. Können ja ein bisschen Sprit rauspusten.
Und dann geht's jetzt gleich in die letzte Runde dieses Rennens. Die jetzt angebrochen ist. Ich hoffe, dass der Perez ja noch vorbeikommt an dem Hamilton. Jawohl, ist er. Diese Punkte können am Ende richtig entscheidend sein. Bestzeit, erster Sektor. So, vorletzte Kurve. Nochmal neue Schnellzug-Sektor. Ah, es wird nicht reichen. Glaube ich nicht. Nee. Nur für uns wird es reichen. Noch ein Sieg und eine neue Bestzeit. Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Hier kommen die heutigen Sieger und das war wirklich ein tolles Rennen. Erfolg in der Formel 1 ist für dieses Team zwar nichts Neues mehr, aber sie kriegen nie genug davon. Gratulation an das gesamte Team von Renault für diesen großartigen Sieg. Ja, die falsche Nummer auf dem Auto. Steht die 7 immer noch. Das kriege ich aber leider auch nicht geändert. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Richter übernimmt die Führung in der Fahrermeisterschaft. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? So ist es auch gut. Als Fahrer des Tages würde ich vermutlich Lando Norris wählen. Er ist seinem Ruf absolut gerecht geworden und ich denke, dass er zu Recht voller Stolz nach Hause gehen wird. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Renault verbessert sich und übernimmt die Führung in der Meisterschaft. Auch das Team von Mercedes hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. So, genau so ist es. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Sie konnten heute die Spitzenpositionen ergattern. War es ein einfacher Sieg? Was meinen Sie, hat im Vergleich zum letzten Wochenende den entscheidenden Ausschlag gegeben? Ja. Es steht wohl außer Frage, dass Sie hier alle Erwartungen übertreffen, nicht wahr? Danke für den Kommentar.
Glückwunsch zum Treppchen. Das hast du dir verdient. Auf den letzten Runden haben wir in der Boxengasse ganz schön geschwitzt. Du hast uns die Platzierung. Weißt du, mich souverän. Und nächste Woche geht's nach China, wenn ich es richtig gesehen habe. Jupp, bis dann.